Hallo, herzlich willkommen zum Orca and Friends Bier Adventskalender Türchen Nummer 1. Wenn ihr das hier seht, habt ihr es geschafft. Entweder habt ihr einen Kalender bekommen, der ein oder andere von euch vielleicht nur einen halben, der andere vielleicht nur keinen Karton. Also wir hatten ein bisschen Versandprobleme, was nicht wirklich an uns lag, sondern an den anderen Parteien, die da mitgemacht haben. Es tut uns sehr leid. Ich hoffe trotzdem, dass jeder, der dieses Video sieht, einfach eine gute Zeit haben wird und Spaß haben wird und vor allen Dingen eine schöne Vorweihnachtszeit. Vielleicht schaust du auch zu, wenn du keinen Kalender hast. Ist aber gar nicht schlimm. Bleib einfach dran, denn auch du kannst hier noch was lernen. So, ich sitze hier ganz alleine und Türchen Nummer 1 ist... unser Geselligkeit. Jetzt heißt Geselligkeit ist eine von den Zwecken der Alltagsgeschäfte enthobene Grundform des menschlichen Miteinanders und Austausch, bei der die daran Beteiligten gemeinsamen Werte verpflichtet sind. Sie dient gleichermaßen der Zerstreuung und Unterhaltung, wie der Identitätsstiftung und Einbindung in die Gesellschaft. Ich denke immer, Geselligkeit ist irgendwie so, oh, alle zusammen, miteinander. Wir sitzen hier gemeinsam und irgendwie ist es das auch. Aber es ist auch das, was ich gerade vorgelesen habe. Und es geht auch in der Einsamkeit, beziehungsweise wenn man alleine ist. Man muss nämlich nicht unbedingt einsam sein. Auf unserem Etikett, das hat übrigens dieses Foto meine liebe Mama gemacht, an dieser Stelle viele Grüße, ist auf einem Berg am bayerischen Voralpenland. Und ich fand, es drückt das aus, was auch ein Weißbier ist. Es handelt sich hier nämlich um ein ganz klassisches bayerisches Hefeweizen, ein helles Hefeweizen. Und hier steht auch nochmal drauf, wer sich nicht langweilt in der Einsamkeit, der ist reich genug für die Geselligkeit. Vielleicht sitzt ihr ja alleine gerade da, vielleicht sitzt ihr auch mit Freunden, mit Familie, mit Frau, mit Kindern, mit Mann. Vielleicht aber eben auch einfach nur so. Und deswegen dieses Bier für euch, dass wir ein schönes Miteinander haben werden. Ich muss ja erst mal einen Flaschenöffner suchen. Ich hab nicht mehr. Ach, da ist er. So, huch. Gefährlich hier. Über Weißbier eingießt, wisst ihr vielleicht, wenn ihr übrigens nicht so ein Glas habt, es geht auch in jedem anderen Glas, man kann es auch aus der Flasche trinken, schaut. Schmeckt auch super. Mit Schwung eingegossen, dann gibt es eine schöne Schaumkrone. In dem Sinne wünsche ich eine schöne Vorweihnachtszeit. Auf die Geselligkeit, aufs Weißbier und ja, zum Bier müssen wir gar nicht viel sagen. Es ist ganz klassisch, spritzig, frisch, bisschen bananig, bisschen würzig und einfach lecker. Wir sehen uns, zweiten Türchen wieder. Habt einen schönen Tag und viel Spaß. Ciao, ciao. Ach, bevor ich es vergesse, der Max und der Fritz, die haben auch noch was zu sagen. Und was? Seht ihr jetzt. Ja, wenn man mal alleine ist, ne? Tut so ein bisschen Geselligkeit gut. Unsere Geselligkeit ist ein wunderschönes Exemplar von einem Weißbier. Lecker, bananig, nelkig, aromatisch. Ich würde es fast ein altbayerisches Weißbier nennen. Macht richtig Spaß. Und ist auch eine tolle Erinnerung für mich, weil indirekt kann man sagen, das Weißbier war mein erstes Bier. Kleine Erinnerung am Rande. Es war ein Urlaub. Ich glaube, ich war so 10 Jahre alt und wir waren am Pool gelegen und ich sagte zu meinen Eltern so, ja, ich gehe schon mal hoch in die Wohnung, ich habe keinen Bock mehr, ich will lesen oder keine Ahnung, sowas. Und dann dachte ich mir, ich will meinen Vater überraschen und habe ihm Weißbier eingeschenkt. Und mit 10 wusste ich nicht, wie man Weißbier einschenkt. Und es hat geschäumt und geschäumt und ich habe einfach die ganze Zeit den Schaum getrunken. Sagen wir es mal so, es war mein erstes Bier, es war auch mein erster Rausch. Ich habe danach erstmal geschlafen und mein Vater hat ein halbes Weißbier bekommen. Aber war eine gesellige Situation auch für mich. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in der ganzen Sache. Also, lasst euch unsere Geselligkeit schmecken und habt eine gute Zeit. Ciao. Moin, moin. 1. Dezember heute. Es liegt Schnee. Ihr habt eine Flasche Geselligkeit im Kalender. Zur Geselligkeit fehlen mir leider meine Kollegen. Der eine ist krank, der andere ist unterwegs. Deswegen muss ich heute einfach mal alleine die Geselligkeit zelebrieren. Aber das geht ja auch wunderbar. Beim Weißbier kann man auch, wenn man allein ist, gesellig sein.
Schmecken tut's immer gut. Man denkt einfach an die Leute, die man mag und genießt den Moment. Ich wünsche euch ein schönes Adventswochenende. Prost und eine gute Zeit. Jetzt habt ihr drei verschiedene Videos gesehen zu einem Bier. Einmal von mir, von Max und von Fritz. Falls ihr Susa und Johannes da vermisst, keine Sorge, die kommen vielleicht bei einem anderen Türchen. Jedes ist ein bisschen anders, jedes hat ein anderes Bier dahinter. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß und Freude mit diesem Kalender, der uns viel bedeutet und euch hoffentlich einfach eine gute Zeit macht. Und schauen wir mal, was morgen drin ist und wer sich dann hier melden wird. Bis dahin, tschüss!